mein Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Monis Magical Vlog. Ja, zu Part 2 mittlerweile. Es ist Dienstag und ich wollte euch ein bisschen unter der Woche mitnehmen und euch zeigen, wie das bei mir so abläuft. Ich bin ja im Homeoffice. Bei uns ist das so, wenn wir ins Office fahren wollen, müssen wir das mit unserem Vorgesetzten abklären und wirklich nur, wenn es nötig ist. Ansonsten bin ich zu Hause. Mein Computer steht auch da auf dem Tisch und ja, so sieht's aus. Heute habe ich bereits eine Gymondo-Sporteinheit gemacht. Hula Hoop wollte ich später noch machen. Übrigens zum Thema Hula Hoop, das ist ja jetzt so ein Hype. Ich mache das schon seit 10 Jahren. Also immer mal wieder, mal länger, mal kürzer. Aber ich habe Hula Hoop schon vor 10 Jahren gemacht. Und es macht mir wirklich sehr viel Spaß. Und man kann dabei Fernsehen gucken, am Handy spielen, Instagram gucken, egal was. Und ich finde es auch sehr effektiv. Was ich gerade nur zur Zeit dran bin, ist es mir von der anderen Richtung beizubringen. Also ich kann in die eine Richtung ohne Probleme hulern, 15 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde, ohne dass es runterfällt, aber in die andere Richtung ist ganz schön schwer. Das bin ich gerade am trainieren. Und genau, ich habe mich schon fertig gemacht, weil ich fahre später noch Plasma spenden. Das mache ich auch ein- bis zweimal die Woche, mal schaue immer, wie es mir so zeitlich in den Kram passt. Dafür muss ich halt in die Stadt fahren. Aber das finde ich eigentlich auch mal sehr entspannend. Und dann habe ich auch mal Zeit für Sachen am Handy zu erledigen. Genau, das mache ich später noch. Und heute ist eigentlich ein trauriger Tag. Aber ich versuche mich ganz gut abzulenken, weil heute hätten mein Freund und ich 5. Jahrestag gehabt. Genau, wir hatten ja geplant, letztes Wochenende Zeit zusammen zu verbringen, sozusagen vorzufeiern. Aber ja, das ist ja nicht möglich. Deswegen bin ich schon ein bisschen traurig. Wir telefonieren auch später noch. Das wollen wir über Face, also mit Kamera und so telefonieren wir immer zusammen. Ja, deswegen versuche ich mich halt so gut es geht abzulenken. Ansonsten habe ich auch ein Paket von ihm bekommen. Eine Überraschung. Zeige ich euch jetzt. Ein Paket kam für ihn an. Wir haben die Vereinbarung, dass ich seine Briefe und Pakete öffnen darf. Hier zu Hause und was soll ich sagen? Es ist das Disney-Schloss von Lego. Ich wollte es eigentlich schon sehr, 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 sehr lange haben. Aber es hat zwischendurch, glaube ich, am Anfang von Corona was ausverkauft. Und dann kam immer irgendwas anderes dazwischen. Und er fand das Video so lustig, wie ich das Steamboat Willy Dings aufgebaut habe. Da dachte er, ja, du brauchst eine Beschäftigung, kaufe ich dir das Lego-Schloss. Jetzt brauche ich noch die Vitrine und die Beleuchtung. Weil, ja, wegen Staub und so hätte ich schon gerne so eine Vitrine. Die Beleuchtung ist jetzt nicht so primär wichtig, aber das irgendwann hätte ich schon gerne noch beides, damit das auch schön in Szene gesetzt wird. Mal sehen, wann ich das aufbauen werde, weil ich muss hier auch eigentlich ausziehen aus dieser Wohnung. Bis Ende Januar. Und jetzt hadere ich mit mir, ob ich das vor dem Auszug dann noch aufbauen werde. Mit der Gefahr, dass es vielleicht beim Umzug kaputt geht. Oder bis ich nach dem Umzug warte. Aber so weit lang will ich eigentlich auch nicht warten. Vor allem, es ist ja so, dass, weil wir uns jetzt nicht sehen, damit ich was zu tun habe am Wochenende. Ja, jetzt bin ich schon unentschlossen. Mal sehen. Ja, und dann zeige ich euch gleich noch, was ich heute noch bekommen habe. Ja, ich habe heute noch Post vom Carlsen Verlag bekommen. Ich habe mir ein Buch aussuchen dürfen und habe mich für Spieglein, Spieglein entschieden. Es gibt zwei neue Twisted Tale Editionen, einmal Mulan und einmal hier dieses. Ich habe mich für Spieglein, Spieglein entschieden. Und ja, hier steht, was wäre, wenn die böse Stiefmutter den Prinzen vergiftet hätte. Ich bin sehr gespannt, euch das Buch dann, wenn ich es fertig gelesen habe, zu rezensieren. Wie ich es finde, das werde ich auch hier im Vlog berichten. Und auch auf Instagram. Vielleicht nehme ich es heute sogar schon mit zum Plasmaspenden. Da kann ich schon mal reinschnuppern. Genau, das wollte ich euch noch zeigen. Vielen Dank an den Carlsen Verlag. So, fertig mit Arbeiten. Ich fahre jetzt zum Plasmaspenden. Wollte ich aber kurz jetzt mein Outfit zeigen, weil beim letzten Vlog hat das ja nicht funktioniert wegen dem Speicherkartenfehler. Also, ich drehe mal die Kamera, dann zeige ich euch das alles im Spiegel. So, zuerst wollte ich euch meinen selbstgestrickten Schal zeigen. Den habe ich vor knapp 2 Jahren selbst gestrickt. Und er hat sogar eine Kapuze, das heißt, wenn es kalt ist oder es regnet, kann ich die auch noch anziehen. Dann habe ich ein Blusenkleid an von Shein, in auch so einem Weinrot. Eine Jacke drüber, so ein Cardigan und das Coole daran ist, ich weiß nicht, ob das muss ich gleich euch von hinten zeigen. Und dann einfach schwarze Stiefeletten. Versuche ich euch noch das Hinterteil von dem Cardigan zu zeigen. Seht ihr das?
da ist Mickey drauf. Und das ist mein Outfit, einfach ganz leger. Und jetzt fahre ich Plasma spenden. Und dann hören wir uns wahrscheinlich erst in den nächsten Tagen. Guten Morgen, meine Lieben. Ja, ich habe einen Tag Pause gemacht. Heute ist nämlich der Donnerstag. Gestern ging mein erster Vlog, Monis Magical Vlog online. Und ich habe erst mal geguckt, wie eure Kommentare sind, eure Resonanz. Deswegen habe ich einen Tag Pause gemacht und ich habe super viele Fragen bekommen zu dem Radiosender, den ich gehört habe. ED92. Schreibe ich euch gerne auch nochmal hier rein. Genau, ich gebe das immer bei Google ein und höre das über den Browser, aber es gibt auch für iPhone und für Android auch eine App, die könnt ihr euch einfach aufs Handy laden. Genau, also ich habe super viele Nachrichten bezüglich des Radiosenders bekommen, den ich immer im Hintergrund höre. Ja, ansonsten kommt heute wohl meine Make-A-Wish-Bestellung von Shop Disney und ich habe gestern und heute einige Nachrichten bekommen, dass der Spirit Jersey von denen storniert wurde. Also, das finde ich echt krass, dass man heute vor einer Woche haben wir bestellt und dass man fast nach einer Woche dann eine Nachricht bekommt: Es tut mir leid, das Spirit Jersey war leider schon ausverkauft, als sie ihn gekauft haben. Denke ich mir, Leute, also dieses System von meiner Bestellung wurde zum Glück nichts storniert. Aber ich verstehe die Verärgerung von den Leuten, weil das Disneyland schließt ja jetzt auch morgen, also am 30. Oktober. Das heißt, man kommt da auch nicht mehr an die Jerseys ran. Die gibt es ja vor Ort, aber man könnte sich die ja nicht mal mitbringen lassen, falls irgendjemand fahren sollte. Also ich verstehe die Verärgerung von den ganzen Leuten. Vor allem, man tut ja auch was Gutes mit der Make-A-Wish-Bestellung. Man spendet ja 25% der Einnahmen. Es ist echt, zurzeit ist Shop Disney wirklich ein Drama. Also ich weiß nicht, was ich... Ja, also ich habe mit den Ohren, mit den Haunted Mansion Ohren ja nicht Glück gehabt. Und ich weiß, dass diese limitierten Puppen, die es jetzt gab, die sammle ich jetzt nicht. Die kosten mir 120 €. Aber diese... wie heißt die? Der Bösewicht von Königreich für ein Lama. Isma. Die Puppe war innerhalb von 15 Sekunden ausverkauft. Und das können nur Bots sein. Also das kann mir keine, es kann keine Normalperson schaffen, diese Puppe zu bekommen. Ja, also zurzeit läuft es echt schief bei Shop Disney, finde ich. Naja, auf jeden Fall zeige ich euch dann später meine Make-A-Wish-Bestellung. Freue mich sehr darauf. Bin heute im Homeoffice und wollte später noch gefüllten Kürbis kochen. Das erste Mal, ich habe bisher nur Kürbissuppe gemacht in meinem Leben. Habe aber ein Rezept für den Thermomix. Immer wenn ich ein Video drehe, muss ich natürlich Instagram melden. Ja, also ich wollte heute gefüllten Kürbis kochen. Rezept für den Thermomix. Und vielleicht nehme ich euch da ein bisschen mit und sage euch, ob es mir geschmeckt hat, weil ich habe noch nie gefüllten Kürbis gegessen. Ansonsten kommt vielleicht meine Mama später noch vorbei, weil die wollte nämlich auch gefüllten Kürbis essen. Und ja, ich habe schon Hunger. Also wir haben jetzt 21:45 und ich muss ja, also ich warte ja immer so bis 11. Also ich esse ja nur von 11 bis 19 Uhr eigentlich, ist so der Plan. Aber heute Morgen ist schon echt so, ich habe Hunger. Ich muss jetzt mal ein Glas Wasser oder so trinken, dass ich da noch die Stunde irgendwie aushalten kann. Aber ja. Also das ist mein Plan für heute und also das spannende Leben der Moni. Ta-da-da-da! Ich habe mich kurz an umgezogen. Die Make-A-Wish-Kollektion ist angekommen heute. Und was soll ich sagen? Ist sie nicht wunderschön? Sie glänzt. Sie ist so sparkly. Und natürlich habe ich nicht nur die Ohren und den Jersey bestellt, sondern auch den Rucksack, der auch glänzt. Und die Bauchtasche, die man ja so einem Gürtel dran machen kann. Jetzt sieht man es nicht. Jetzt. Genau. Also ich habe im Prinzip eigentlich die ganze Kollektion bestellt, bis auf die Kappe. Ja, bin sehr froh, dass alles bei mir angekommen ist. Und ich finde sie wirklich wunderschön und freue mich sehr, wenn ich Bilder mit meiner Freundin machen kann hier zu Hause. Ansonsten kommt meine Mama heute nicht. Das heißt, ich mache heute auch nicht den gefüllten Kürbis. Den mache ich dann morgen. Aber da kann ich euch morgen gerne mitnehmen. Ja. Was ich dann heute esse, weiß ich noch nicht. Ich habe noch Meatballs von gestern, aber es ist jetzt nicht so spannend.
Und ich habe noch ein zweites Paket, das steht da unten. Und zwar die liebe Heidi war im Primark und hat mir einige Baby Yoda Sachen mitgebracht, die ich euch, wenn es wieder fokussiert, gerne zeigen würde. Ja, ich möchte aber nicht, dass die Vlogs zu shoppinglastig werden. Also ich will euch nicht nur die ganze Zeit zeigen, was ich irgendwie für Pakete nach Hause bekomme. Ich möchte auch wissen, dass ein bisschen andere Sachen im Vlog zu sehen sind. Ja, aber Make-A-Wish muss ich euch unbedingt zeigen, weil ich liebe diese Kollektion und Baby-Yoda-Sachen zeige ich euch auch, weil morgen kommt die erste Folge von der zweiten Staffel The Mandalorian. Und da freue ich mich sehr drauf. Da kann ich euch morgen dann auch nochmal meine Meinung zu sagen, was ich zur Folge sage. Ja, morgen ist der 30. Oktober. Endlich zweite Staffel Mandalorian. Da habe ich was zu tun, wenn ich meinen Freund noch nicht sehen kann. Mein Freund und ich übrigens planen am Wochenende, zusammen virtuell zu zocken, dass wir wenigstens irgendwas zusammen machen können. Ja. Naja, jetzt packe ich das Baby Yoda Paket noch aus dem Primark und zeige es euch. Also bevor ich euch die Baby Yoda Sachen zeige, wollte ich euch noch den Spirit Jersey angezogen zeigen. Ich trage hier Größe S, wie eigentlich in 80% meiner Spirit Jerseys. Also ich habe einige auch in M, aber meistens bestelle ich S. Und das ist auch echt gut, obwohl der schon für S relativ klein ausfällt, finde ich. Aber wirklich schön, hier in den Ohren ist auch schon wieder so ein Riesenfax, wie bei den Minnie Mouse Man Attraction Ohren auch. Und jetzt zeige ich euch noch, wie es hinten aussieht. So sieht es hinten aus. Genau, ignoriert bitte das pinke Tape hier an meinem Hals. Ich war gestern bei der Massage und habe Tape aufgeklebt bekommen. Das gehört nicht zum Spirit Jersey. Aber genau, hinten steht Disneyland Resort. Ein wirklich wunderschöner Spirit Jersey. Und die liebe Heidi hat mir zweimal die schwarz-goldenen Kissen hier gekauft beim Primark, weil meine Wohnzimmerdeko, wie im ersten Haul schon erwähnt, ist Gold. Deswegen finde ich, passen die ganz gut auf die Couch, aber wahrscheinlich erst nach Weihnachten, weil zu Weihnachten habe ich noch andere Kissen. Und dann hat sie mir einmal diese super süßen, das fokussiert es nicht, genau, super süßen Baby Yoda Socken gekauft. Das sind drei Paar. Dann nochmal diese Socken. Wie süß sind die bitte? Mit diesen Öhrchen dran. Ja, und zwei Paar Hausschuhe. Ich habe lange keine Hausschuhe mehr gekauft bei Primark. Aber als ich die gesehen habe, dachte ich, ja, die musst du mitnehmen, weil die auch noch gefüttert sind für den Winter. Das ist das erste Paar. Hier vorne steht Cutest in the Galaxy. Auch mit so kleinen abstehenden Ohren. Und die hier, die sind jetzt nicht so gefüttert. Kann man auch nächstes Jahr im Frühjahr anziehen mit I'm All Ears. Auch sehr süß. Genau. Danke nochmal an Heidi. Ja, was soll ich sagen? Ich finde, das gehört auch in den Vlog dazu. Mich ungeschminkt zeigen, weil das gehört auch dazu zum Leben. Also ich schmink mich abends ab, wie jeder normale Mensch auch. Gehe ungeschminkt ins Bett, mache natürlich meine Nachtcreme drauf und so. Aber ja, da pikiere ich mich jetzt nicht. Ich wollte euch auch irgendwann mal zeigen, wie ich mich schminke. Dann muss ich mich natürlich ungeschminkt zeigen. Genau, ich habe jetzt den Abend sehr ruhig hier auf der Couch verbracht, habe ein bisschen YouTube geguckt und zwar hat Domtendo die Demo von Hyrule Warriors gespielt. Das ist sozusagen die Vorgeschichte von Zelda Breath of the Wild für die Switch. Genau, fand ich extrem spannend, wollte ich mir jetzt auch runterladen auf die Switch. Die Demo ist nämlich kostenlos. Das Spiel kommt, glaube ich, am 20. November online. Aber ich glaube, man kann zwei Kapitel oder so spielen. Wollte ich mir jetzt runterladen, aber meine Switch war total empty, leer. Und das musste ich erstmal aufladen. Aber dann spiele ich das die nächsten Tage mal, weil mich das echt... Also, ich mag ja den YouTuber Domtendo. Ich gucke sehr gerne seine Let's Plays. Und ja, das Spiel hat mich echt angesprochen. Ich guck mal, also ich spiele nicht jedes Spiel nach, was er zockt. Das mache ich nicht. Aber wenn mich ein Spiel interessiert, dann spiele ich es auch gerne mal nach. Muss ich jetzt warten, glaube ich, bis die Switch ein bisschen aufgeladen hat. Und dann lade ich mir das noch herunter. Aber ich sage euch schon mal gute Nacht und wir hören uns vielleicht morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Und das ist die nackte Wahrheit am Morgen. Ja,
Die Haare habe ich noch gar nicht gemacht, habe mein Gesicht nur gewaschen, mir die Zähne geputzt und mir mein Gesicht eingecremt. Das ist eigentlich so, wenn ich nichts vorhabe, laufe ich eigentlich so den ganzen Tag zu Hause rum. Deswegen wollte ich das euch auch zeigen. Ich bin nicht jeden Tag mega gestylt. Das gehört auch zum Leben, weil ich nicht jeden Tag Lust habe, mich zu schminken. So ist es einfach. Das Erste, was ich auch morgens mache, ist einfach mit Cookie gehen. Also ich ziehe mir einfach was an und das Erste, was ich mache, ist mit ihm rausgehen. Genau, dann mache ich mir einen Kaffee, dann fahre ich meinen Computer hoch und habe gesehen, dass die erste Folge von The Mandalorian Staffel 2 verfügbar ist. Woo! Jetzt ist die Frage, wann ich es gucke. Warte ich bis Frühstück und mache sozusagen eine vorgezogene Mittagspause um 11 und gucke dann, weil die Folge geht eine Stunde. Das habe ich ein bisschen bemängelt bei der ersten Staffel, dass die Folgen so kurz waren. Aber die erste Folge ist schon vielversprechend, 55 Minuten. Ja, also wahrscheinlich werde ich die Mittagspause vorziehen und um 11, dann wenn ich frühstücke, meine Mandalorian-Folge gucken. Obwohl es ja abends auch mit der Atmosphäre, wenn es so dunkel ist, auch ganz schön ist. Aber ich habe heute Abend eigentlich keine Zeit. Wahrscheinlich wird es um 11 Uhr sein. So lange muss ich mich doch gedulden. Gestern habe ich dann noch Hyrule Warriors die Demo runtergeladen. Hat dann noch funktioniert. Und das werde ich dann auch mal anspielen heute wahrscheinlich, heute Abend dann. Meine Mutter kommt dann gegen Mittag. Dann wollte ich den gefüllten Kürbis endlich machen. Da zeige ich euch auch ein bisschen was. Nehme ich euch gerne mit. Wie das so funktioniert, gut, ich mache es mit dem Thermomix, aber wahrscheinlich geht das auch ohne den Thermomix, weil am Ende kommen die Kürbisse ja in den Ofen. Ja, und jetzt trinke ich meinen Kaffee und erzähle euch dann nach The Mandalorian, wie ich die erste Folge schon fand. Und ich freue mich so sehr auf Baby Yoda. Ja, ich habe mir jetzt ein bisschen Make-up ins Gesicht geschmiert. Meine Mama kommt gleich, ich muss auch anfangen gleich zu kochen. Und dann wollten wir hier in einen Dekoladen bei mir um die Ecke. Ist kein namenhafter Dekoladen, einfach ein ganz kleiner Laden. Und die haben schon Weihnachtsdeko. Da wollte ich auch euch dann mitnehmen mit der Kamera und euch ein bisschen zeigen, was es da alles so gibt. Vielleicht könnt ihr euch auch inspirieren lassen. Und dann wollte ich, seht es ja schon, die Baby Yoda Ohren sind heute bei mir angekommen. Irgendwie läuft es gerade bei Shop Disney nicht so rund, weil ich habe noch nicht mal eine Versandbestätigung bekommen, dass die verschickt wurden. Egal, ich werde die Ohren auf jeden Fall aber zurückschicken. Nicht, dass sie mir nicht gefallen, sie sind sehr gewöhnungsbedürftig, aber es ist Baby Yoda. Sondern, weil die bei Shop Disney einfach 30 Euro kosten. Es gab auch die 20%, aber nicht auf die Ohren. Und im Disneyland kosten die Ohren einfach nur 17 Euro. Und da bekomme ich noch meinen Jahreskartenrabatt, wenn ich dann irgendwann mal hinfahren sollte. Im Februar. Jetzt hat es ja zu. Aber die Ohren wird es ja wahrscheinlich auch noch im Februar geben, wenn sie erst ins Disneyland gekommen sind. Deswegen, ich sehe das nicht ein, fast das Doppelte für ein paar Ohren zu bezahlen. Ich verstehe das nicht, warum Shop Disney die für 30 Euro anbietet. Ich habe auch nochmal für das Etikett geguckt, was hier hängt. Da stehen noch 30 Euro drauf. Nee, mache ich nicht. Deswegen gehen sie zurück und dann warte ich halt so lange, bis das Disney wieder offen hat. Aber sonst, ja. Also sie sind sehr gewöhnungsbedürftig, aber schon sehr süß. Ihr seht auch, da steht mein Baby Yoda. Ja. Übrigens, wir haben auch The Mandalorian geguckt, ja, deswegen steht der kleine Baby Yoda da. Ja, was soll ich sagen? Ich war schon zwischenzeitlich so sehr, also ich fand die Folge gut. Ich mache mich jetzt ans Kochen und könnt gerne dabei sein. So, ich habe euch jetzt alle Zutaten hier hingelegt, die man für den gefüllten Kürbis braucht. Ich habe das Rezept vom Cookie Dough aus dem Thermomix. Natürlich braucht man einen Kürbis. Petersilie, Creme fraiche, Parmesan, Hackfleisch, Gouda, Tomaten, getrocknete Tomaten, Tomatenmark, Senf, Porree oder Lauch, wie man es nennen will, und Milch. Im Rezept selbst ist noch Samba Oleg drin, das mag ich aber nicht so, weil ich kein scharfes Essen mag. Und der erste Schritt ist, den Backofen auf 200 Grad vorheizen, den Kürbis in der Hälfte durchschneiden, also erstmal waschen, putzen, vom Dreck entfernen und dann in der Hälfte durchschneiden, die Kerne entfernen und die Enden hier ein bisschen abschneiden, dass der Kürbis auch dann steht. Und das mache ich jetzt. So sieht das jetzt aus. Einmal den Kürbis ausgeholt und die Enden abgeschnitten. Dann müssten wir jetzt den Gouda im Thermomix zerkleinern, aber ich habe schon geriebenen Gouda gekauft, weil mir das immer zu umständlich ist mit diesem Umfüllen im Thermomix. Dasselbe mit dem
Parmesan, den hätten wir jetzt auch noch reiben müssen, im Thermomix auch erledigt. Aber die Petersilie, die muss ich jetzt noch zerkleinern im Thermomix und dann umfüllen. So, im Thermomix ist bereits die zerkleinerte Petersilie, 50 Gramm Parmesan. Jetzt kommt 100 Gramm Creme Fraiche dazu und 60 Gramm Milch und Salz und Pfeffer. Und das wird dann alles zusammengemixt. Die Masse habe ich jetzt hier umgefüllt. Ist ganz schön flüssig, aber gut. Dann im Mixtopf 250 Gramm Hackfleisch, 200 Gramm Porree, Salz, Pfeffer, ein Teelöffel, jetzt fliegt hier eine Frucht hier rum, ein Teelöffel Senf, 20 Gramm, diese Fliege irritiert mich, die da fliegt, 20 Gramm Tomatenmark und 40 Gramm getrocknete Tomaten. Und das sollen wir jetzt alles vermengen oder verkneten, wie der Thermomix macht das ja. So sieht das Gemisch jetzt aus und ich soll jetzt die Kürbishälften abwechselnd mit der Hackfleischmischung und der Käsemischung beschichten. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Die Käsemischung ist komplett weg. Ich habe noch ein bisschen Hackfleisch übrig. Man muss auch zugeben, ich hatte ein bisschen mehr Hackfleisch als im Rezept angegeben. Das kommt jetzt erstmal ohne Gouda eine halbe Stunde in den Ofen bei 200 Grad. Nach der halben Stunde kommt der Gouda drauf und dann bleibt es nochmal eine halbe Stunde im Ofen. Also ist ein langwieriger Prozess. Ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. So, ich habe jetzt den Gouda drauf gemacht. Wenn ihr riechen könntet, wie gut es hier in der Wohnung jetzt riecht, bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Berichte euch dann später, wie es geschmeckt hat und wie es mit meiner Mama war, weil wenn meine Mama hier ist, möchte ich ungern filmen. Ja, es ist schon 9:30 Uhr. Also der Kürbis war jetzt nicht so mein Fall. Ich bleibe bei Kürbissuppe. Ich weiß nicht. Also die Füllung war lecker, aber irgendwie ist gefüllter Kürbis nicht so meins. Das war das erste Mal, dass ich gefüllten Kürbis gegessen habe. Genau, dann waren wir ja in dem Dekoladen. Da habe ich euch ein paar Ausschnitte gezeigt. Ich habe auch nur eine Sache gekauft, einen goldenen Tannenbaum. Steht auch da, eingepackt. Die komplette Weihnachtsdeko wird ab 14. November stehen. Deswegen werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen nochmal hinfahren. Ja, dann habe ich mit meiner Mama noch ein bisschen gequatscht und dann habe ich mit meinem Freund ein bisschen telefoniert und jetzt spiele ich weiter Hyrule Warriors. Die Demo gefällt mir ganz gut. Das Spiel kommt ja erst nächsten Monat erst raus. Oder diesen Monat, November. Und ja, jetzt wird weiter entspannt auf der Couch. Ich muss gleich noch mit Cookie rausgehen. Aber wir quatschen morgen. Achso, ich muss noch meine Sachen zusammenpacken. Ich habe nämlich morgen früh Nähkurs. Oder morgen Mittag. Ja, seit langem wieder. Ich freue mich drauf. Ich möchte nämlich endlich lernen, wie man A-Linienröcke näht. Ich habe so viele schöne Disney-Stoffe. Und ich möchte einfach daraus Röcke nähen. Weil ich liebe Röcke. Und hoffen, das klappt morgen. Vielleicht zeige ich euch das dann, ob es funktioniert hat. Aber für heute sage ich schon mal gute Nacht. Guten Morgen und Happy Halloween. Ja, heute ist Halloween. Aber
Ich habe nichts geplant. Also ich habe jetzt, wie gestern schon erwähnt, habe ich den Nähkurs. Ich habe mir nur meinen Walt Disney World Halloween Spirit Jersey angezogen. Die Ohren ziehe ich gleich noch aus. Genau, ich habe ja meinen Nähkurs. Der geht 4,5 Stunden. Habe auch einiges geplant. Aber ich glaube, was ich da genäht habe, zeige ich euch im nächsten Vlog. Da ich heute keine Zeit mehr habe zu vloggen, werde ich den Vlog jetzt auch beenden. Und euch dann im nächsten Vlog zeigen, was ich genäht habe. Und dann auch das Make-A-Wish-Fotoshooting wahrscheinlich. Das mache ich morgen mit meiner Freundin an dem Sonntag. Weil, genau, ich habe ja den Nähkurs. Danach treffe ich mich mit meiner Mama. Und danach zocke ich mit meinem Freund virtuell. Anders geht es ja nicht. Ja, und deswegen werde ich heute keine Zeit haben, mehr weiter zu vloggen. Deswegen, ja, wollte ich mal Hallo sagen, meinen tollen Halloween Spirit Jersey zeigen und euch kurz erzählen, wie ich unspektakulär heute Halloween feiere. Ja, ansonsten hoffe ich, euch hat der Vlog hier gefallen. Wie gesagt, wenn ihr was sehen wollt, einfach unten in die Kommentare schreiben. Ich versuche es dann in den nächsten Vlogs umzusetzen. Ach ja, mein Haul drehe ich morgen noch. Genau, den muss ich morgen früh auch noch drehen. Ja, also, wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Also, bis dann!